Ja, erste Kills kommen da schon. JW schon mit dem zweiten. Und Crims, also das sieht sehr, sehr, sehr gut aus für Fnatic. Die jagen da die Jungs auch gut durch. Sipnix jetzt mit zweien. Sipnix mit dem dritten. Und jetzt Olaf Meister gegen Sipnix und Kerrigan. Und da nehmen sie ihn zu zweit dran. Also, damit TSM die Seitenwahl gewonnen. Match ist live. TSM beginnt als T. Und das ist sogar so gewollt gewesen. Vielleicht die krasseren T-Taktiken hier sich heute Abend überlegt. Ich bin gespannt, was abgeht jetzt hier. Und das sieht nach sehr viel Treppenkontrolle aus. Olaf Meister da. JW steht sogar nur sehr defensiv. JW zieht rum, kriegt auch den nächsten Shot sofort ins Gesicht. Und damit erstmal ordentlich aufgeräumt. Aber Crims dann auch mit zwei weiteren Tracks. Die habe ich ein bisschen verpasst. Sorry dafür. Und jetzt ist man aber auf dem B-Spot drauf, weil da halt einfach kein Fokus mehr drauf lag. Flasher, derjenige, der schon hochgeschoben war. Und die Möglichkeiten, jetzt hier zu retaken. Da soll nochmal geboostet werden. Und da schöner Shot von Flasher. Jetzt 3 gegen 2. Kerrigan stellt sich alleine gegen 3, wird überlaufen. Das ist doch dann hier die Möglichkeit, das Ding zuzumachen. Da ist sogar noch ein Diffuse-Kit bei Crims. Und er steht immer noch kurz. Crims mit dem Diffuse-Kit. Crims jetzt angeschossen. Jetzt wird die Zeit langsam knapp. Pronax mit dem Brett. Ja, ein wenig durch die Sandbags. Time reicht. Und damit ist jetzt alles wieder live. Und das mit dem Live geht natürlich immer nur auf den Bot bezogen, weil ihr gerade danach fragt. Aber die Info habt ihr ja bereits bekommen. Alles gut. Also Fnatic, erste Runde doch noch eingetütet, nachdem TSM da ordentlich drauf gegast ist. Jetzt ist man sich da anscheinend nicht so ganz einig, was das werden soll hier. Unten Flasher an der langen Röhre schon gewesen. Einmal gespeckt, nochmal gespeckt, bisher noch nichts gesehen. Pronax mit der Farmers da sehr, sehr offensiv. Und der wird da aber nicht wirklich Besuch bekommen, weil Cage mit der AK ihn dort den Flasher wegfragt. Und jetzt ist es natürlich schwierig dort für Pronax, der jetzt wahrscheinlich von beiden Seiten gleich Contact bekommt. Olaf Meister vielleicht mit dem goldenen Move dort. Bombe ist down. Sandbags jetzt bekannt. Das zieht Sipnix kurz rum. Und Olaf Meister jetzt mit der MP9 von hinten. Ersten hat er. Ja, zwei Spray auf die Distanz. Schwierig. Dann kommt Kerrigan nochmal von hinten. Den nimmt er sich auch noch. Und JW mit der Scout. Bombe rotiert weg. Also auf dem Spot war man mehr drauf. Bombe konnte man aber nicht legen. Da gibt es den einen oder anderen Bang-Versuch durch das Holz. Und der sofortige Move von Dupree und Sipnix in Richtung A-Spot. Bombe legt, sehr, sehr wichtig. Crims nimmt dort Dupree aus dem Spiel. Und jetzt 1 gegen 3. Sipnix gegen 3. Sipnix gegen 2. Crims immer noch bekannt. Jetzt auf die Tech-9 geswitcht. 27 HP nur noch bei Crims. Ah, da kann er ihn austanzen, jawohl. Und damit ist es jetzt Olaf Meister gegen Sipnix. 59 gegen 31 HP. Und Olaf Meister mit der Ruhe. Aber Sipnix immer noch mit dem Fokus in Richtung Treppen. Und da zieht Olaf Meister rum und kann die Runde zumachen. Da wird sogar die M4 noch gesaved. Und damit die zweite Runde für Fnatic. Also beide Runden sehr, sehr, sehr eng. Aber beide Runden an Fnatic gegangen. Zu 0 nach Runden.
Und jetzt vielleicht nochmal der schnelle B-Versuch dort unten. Nimmt da relativ schnell Raum ein. Pronax derjenige gewesen, der da so ein bisschen B-Vorraum oder B-Kurzzeit specken sollte. Jetzt kommt man über Stäbe lang nochmal der Split-Versuch. Fair und Flasher steht da sehr, sehr defensiv. Pronax hält nur kurz an, Smoke kurz jetzt weg. HE noch gegen kurz, da ist man jetzt alleine. Flasher macht den ersten und kriegt dann das Brett ins Gesicht. Und jetzt die Retake-Möglichkeit. Flasher, Olofmeister und JW verbleibend. Jasper mit der Scout. Auch oben sofort abgesmoked worden. Cajun kann sogar noch Olofmeister ausschalten, der da versucht hat, über Graffiti zu retaken. Ja, JW einmal kurz geboostet, der macht den Frag auch, alles schön weggesmoked. Und jetzt stellt man sich defensiver auf dort bei TSM. Will die Runde nicht wieder verdatteln. Dupree steht da noch close hinter der Säule. Gibt es eine tiefe Flash von JW, der auf DM4 gechanged hat. Und Dupree versucht dagegen, die Smoke oder in die Smoke zu moven. Dupree hat sich jetzt unten, wer war's? Ne, Device. Device hat sich unten verraten. Banks sitzen und Kerrigan macht beide, nachdem JW noch Device ausschalten konnte. Und ja, die Waffe kann er nicht mitnehmen, aber 2 zu 1. Wichtig, dass TSM jetzt hier gleich voll am Start ist. Und bei Fnatic sehen wir schon die erste Force-Buy-Runde. Da kauft man nur Pistols, CZ und eine 5-7 ist mit am Start. Also es könnte dort was Offensives geben und das sehen wir eben oben auch schon auf dem Radar. Da schiebt man sehr, sehr offensiv. Pronax steht da sehr weit vorne. Cajun mit Dupree's Unterstützung unten an den Treppen gewesen. Jetzt hat man da abgesmoked, wird sich da nochmal neu versuchen zu orientieren. Zipnex hat man in Richtung B unten abgestellt, der da offensiv anhält, und um zu gucken, ob man da halt irgendwie vielleicht einen offensiven Pick setzen kann. Und bisher hat von TSM noch keiner Fokus auf lang richtig. Das könnte sich jeden Moment ändern. TSM, die ersten Shots sitzen da. JW smoked sich auch noch schön ein. Ja, und dann ist Device derjenige, der da aus dem Spiel genommen wird. Bombe war damit down. Und JW muss da nur defensiv moven. Aber Kerrigan auf der Suche nach ihm. Und auch Cajun kommt da ihm entgegen. Pronax aber eventuell mit dem richtigen Timing. Dupree ist zur Stelle. Und jetzt JW mit der CZ. Wird jetzt wahrscheinlich auch gleich von hinten überlaufen. Jawohl, das ist der Fall. Crims versucht sein übliches dort am Toilettengang. Und jetzt ist es nur noch Flasher mit der CZ in seinen Händen. Versucht gegen Spot, aber die bleibt leider vor den Kisten hängen. Flasher versucht da sich nochmal neu zu positionieren. Kann Zipnix auch noch ausschalten. Dupree aber mit dem letzten Frag. Und das ist für Cajun da richtig knapp. 2 HP nur noch bei ihm. Und 2 zu 2, sehr ausgeglichen bisher. Vor dem damaligen Update der Map, die Overpass, eine sehr CT-lastige Map. Ich selber mag mir da noch nicht so richtig ein Urteil drüber erlauben, ob es CT-sided oder T-sided ist. Meiner Meinung nach musst du mittlerweile Dreierdeckung auf A spielen. Fnatic jetzt mit einer Full E. Und die entscheiden sich für den Stack oder für den Offensiv-Move dort am B-Spot. Da steht Device mit der MAC-10. Richtige Waffe jetzt für diese Eco. Da ist überhaupt nichts vorhanden. Kann 2 ausscheiden und jetzt bekommt er das Brett. Aber an Lang kann man bei TSM jetzt ordentlich Boden gut machen. Und ich mag mir halt einfach noch kein Urteil erlauben nach dem Rework. Also meiner Meinung nach sehr, sehr T-freundlicher geworden, diese Map. Von daher auch noch für mich unklar, was da passiert. Olofmeister, ja, mit nur der USPS. Der macht da keinen wirklichen Schaden gegen Kevlar Helm. Und Flasher und JW. Für JW wäre es wichtig, jetzt hier mit der AWP vielleicht nochmal mit der MAC-10 nochmal ein bisschen Geld zu bekommen und sich zusammenzusammeln, um dann gegebenenfalls nochmal richtig mit der AWP hier welche vom Leder ziehen zu können. Flasher steht da nach wie vor nur sehr defensiv, JW wartet auf seine Möglichkeit, hört aber noch keine Steps und das könnte jetzt... Ah, schöne Reaktion von ihm. Einen kann er ausschalten. Ja, und dann kriegt er das Brett und ich glaube, Flasher war es, fällt dann von der Bombe dort am Spot.
Also 3 zu 2 für TSM. Bei Fnatic ist jetzt wieder ein bisschen Geld da. Da kauft man auch. JW kauft Glass Cannon Orb. Also keine Kevlar da bei ihm. Sondern will einfach lang halten wahrscheinlich. Ja, moved auch sofort in Richtung lang. Wird dafür abgestellt. Und wir gucken ins große Overlay und können dort sehen, dass TSM 2-1-2 spielt. Also die vermutliche Mitte, also die Treppe, den Switch, will man dort von Cajun halten lassen. Crims dort sehr, sehr offensiv gemoved gewesen. Kann sofort Kerrigan ausschalten. Dadurch ist die Weiß oben mit der AWP alleine. Und dann könnte sich die AWP von JW rentieren, indem er sie einfach durchbringt. Unten viele Banks jetzt gegen den B-Spot. Und da stehen Flasher und Pronax sehr, sehr ja, defensiv. Für mich ist jetzt die Frage, wie man das jetzt hier unten halten will von Fnatic. Man steht hier sehr, sehr defensiv auf dem B-Spot. Man schenkt eigentlich so mehr oder weniger die Zugangswege über kurz und über Langkeit her und wartet darauf, dass sie kommen. Also letztendlich sieht man erst sehr, sehr spät hier was. Flasher steht meiner Meinung nach da auch sehr, sehr unglücklich. Olaf Meister mit dem Frag oben an den Toiletten. Und jetzt geht die Bombe nochmal in Richtung B. Jetzt geht gleich die Door auf. Das könnte Pronax unter Umständen gehört haben. Und Dupree dort schon an kurz. Schöner Headshot von Flasher. Also Position hat sich gelohnt. Da kann er auch rumziehen und einen zweiten ausschalten. Wichtig für ihn. Bombe kann aber gelegt werden. Sitzt nix. Jetzt gegen 4 mit dem Spray gegen Pronax. Das sitzt aber Olaf Meister dann mit dem längeren Hebel und macht dann den Ausgleich wieder. 3 zu 3. Und damit die Map sehr, sehr offen gestaltet aktuell. Geht hier immer hin und her. Wir können einmal ins Scoreboard gucken. 2 Runden für Fnatic, 3 Runden für TSM. Und jetzt dann der Ausgleich mit 3 zu 3. Und TSM wieder. Oh, ja, wir malen noch ein wenig. Und da soll es wahrscheinlich dann einen B-Go geben. Müssen nur die richtigen Spieler finden. JW da macht die Tür auf, verrät sich damit, kriegt sofort die ersten Banks. Und es soll auf jeden Fall auf den B-Spot drauf gehen. Overpass für mich eine sehr, sehr schwierige Map hier, das Ganze für euch vernünftig zu begleiten. Ist schwierig, da den richtigen Fokus zu finden. Flasher! Flasher mit dem zweiten, wichtig! Da links an den Barrels wird durchgeputscht. Den nimmt er sich auch noch. Olaf Meister ist ebenfalls da. Und jetzt die Weiß. Die Weiß auch ausgeschaltet von Flasher. Bombe ist down. Letzter verbleibender Spieler für Dupree. Und der hat es jetzt richtig schwer gegen 5. Aber Crims zur Stelle. Und, ja, damit 4 zu 3 für Fnatic. Und bei TSM wieder sehr, sehr breiter Aufbau. JW First Track dort anlang. Am Garden. Dupree versucht sein Glück auch nochmal. Natürlich nur die Eco, aber ja, da macht er ordentlich Damage, die Weiß. Versucht auch noch auf Shots zu gehen. Crim steht da close hinter der Smoke. Wird auch mehr oder weniger fast umlaufen. Kriegt aber da Backup von Olaf Meister. Der ist jetzt aber blind. Olaf Meister, Crims, beide zwei schöne Shots und zwei wichtige Frags, die sie dort setzen konnten. Und Crims mit dem nächsten. Und JW mit dem Riecher durch die Smoke. Also 5-3 für Fnatic. TSM wieder mit einer Equip Round jetzt am Start. Und es wird jetzt wieder Zeit, dass man dort die vierte Runde eintüten kann.
unten Richtung B wieder schnell den Vorraum dort eingenommen. Jetzt gibt es dann Smoke Go in Richtung Spot. Flasher und Pronax werden da jetzt richtig gut zu tun bekommen. Flasher wieder mit dem Spot unten. Also früher hat man es von Barrett ausgehalten, aber er ist mittlerweile nur noch hier im Wasser unterwegs. Wird jetzt überlaufen. Pronax aber immer noch hinter der Smoke. Und Olofmeister nochmal mit dem Boost. Versucht da Richtung Spot zu gucken. Unten wird aber gegengemoved. Crims da mit einem schnellen offensiven Move. 3-2 Überzahlsituation. Pronax mit dem Kill gegen die Weiß. Und dann ist es nur noch Dupree wieder verbleibend, der jetzt ebenfalls von Crims ausgeschaltet wird. Und immer dann, wenn ich auf den Spieler drauf möchte, ja, dann, wird's ärgerlich. Sechs zu drei. Der Spielstand. TSM wieder schnell in der Eco unterwegs. Jetzt hat man Fnatic da so ein bisschen zu Geld verschafft und TSM so ein bisschen in den Eco-Cycle gezwungen. Vor Olofmeister da wieder starke Shots von ihm. Die Deagle bei Device. Und ja, jetzt hast du das Problem, dass Fnatic dir gegenübersteht und die einfach extrem stark spielen. Und Olofmeister jetzt mit dem Sandwich-Move dort. Die Bombe ist schon mal auf dem Spot drauf. Wie auch immer man das da gemacht hat. Olofmeister mit einem weiteren Dritter schon diese Runde. Sipnix jetzt zur Stelle. Bombe gelegt, aber sofort den Spieler dort ausgeschaltet. JW, und da fliegen doch die Gesichter. Verdammte Scheiße. Das ist doch hier wieder feinstes CSGO am heutigen Abend. Also 7 zu 3 der Spielstand und nach vielleicht ein anfänglichen paar Schwierigkeiten kann ich jetzt auch gerade nicht so richtig den Pick von TSM verstehen, warum man da jetzt zwingend als T anfangen wollte. Device mit dem First Frag jetzt gegen Olofmeister, der da sehr offensiv gemoved war. Und das ist doch jetzt schon die sehr deutliche Überzahlsituation. 5 gegen 3. Flasher versucht sein Glück, macht die Tür nochmal lieber wieder zu. Und JW an Lang mit dem Frag gegen Device. Jetzt 4 gegen 3. TSM in der Unterzahlsituation. Und Fnatic jetzt alle Richtung A gemoved und TSM mit viel Zeit und der Rotation nochmal. Dupree immer noch in der Mitte dort. Jetzt geht's dann nochmal in Richtung B. Bombe ist also drauf. JW kriegt da den Anschuss. Molotov liegt ebenfalls. Macht aber noch ordentlich Damage gegen Kerrigan. Der ist mittlerweile also schön low geschossen. Der Retake damit also über die Treppen, gar kein Problem. Und Sipnix und der Cajun noch verbleibend. Sipnix und Cajun gegen 3. Und Olofmeister. Und JW wollte ich sagen. Und da fliegen die Shots. Und Fokus auf hinten ebenfalls noch von Sipnix. Ja, auf was wollte ich gerade hinaus? Retake war also möglich, aber da hat TSM auf jeden Fall die Augen aufgemacht. Also 7 zu 4. Und ja, Fnatic jetzt so ein bisschen ihrem Ruf gerecht geworden, können so ein paar Runden an sich reißen. Aber auch TSM sollte man hier nicht abschreiben. Olofmeister versucht nochmal sein Glück in Richtung Treppen. Die Flash sitzt da aber nicht und die AE auch nicht. Vielleicht sollte er da einfach weggehen, aber die Bombe ist oben offensiv. Und wenn Crims die jetzt ausschalten kann, jawohl, Bombe ist gedroppt, dann wird es unter Umständen richtig ärgerlich für sie. Die Weiß da mit der AWP versucht da jetzt ein bisschen den Spot und die Seite zu halten. Olofmeister steht da close, hat damit mehr oder weniger die Treppen ausgeschaltet. Der Molotow war sicherlich nicht so geplant. JW daher mit Fokus in Richtung Spielplatz.
Schöner Jumpshot von JW. Und dann mit dem nächsten auch zur Stelle. Also, Jasper. Schätzelein. Hast du mal kurz einen rausgehauen? Schön gejumpt und dann mal kurz durchgeklickt. 8-4. Und Fnatic anscheinend ein wenig überlegen zurzeit auf die Overpass als CT hier. Aber wer weiß, was TSM und CC gleich als CT-Leistung anbietet. 12 Runden bereits gespielt, 3 Runden noch ausstehen. Und bei TSM... ja, läuft im Moment nicht mehr so viel zusammen nach den anfänglichen starken Runden dort. Olaf Meister, der steht da wie eine Wand, wird jetzt aus dem Spiel genommen. Crims aber auch da. Und das ist für ja, die Jungs von TSM fast unmöglich. Und Fokus ist da noch auf die Smoke. Und von hinten kommt auch schon Unterstützung. JW da offensiv mit der seiner Lieblingswaffe CZ unterwegs. Und solange er die im Anschlag hat und nicht wechselt, ist das easy. Ja, 9. Runde für Fnatic. Und ja, letztendlich mehr oder weniger letzter Kaufversuch jetzt hier. Wir sehen nochmal eine AWP bei Cajun. Und eine AWP bei Device. Doppel-AWP bei den Dänen. Offensiv-Move da jetzt von JW unten in Richtung B-Vorraum oder B-Lobby. Aber er verschießt da und das ist ärgerlich. Nächster Frag von Flasher incoming. HE. Nochmal Richtung Kurz. Meister offensiv gemoved dagegen gegen Spielplatz. Und Kerrigan versucht sein Glück nochmal in Richtung Lang. Aber Bombe steht immer noch vor B unten. Kerrigan räumt auch nochmal ein bisschen am A-Spot auf. Crims immer noch im Spot. Jetzt wird oben gefaked. Zwei Leute schon oben gebunden. Und Flasher hat man unten alleine gelassen. Und Device mit dem Fokus dort aufs Wasser. Hat jetzt rausgefunden, wo Flasher jede Runde steht. Bombe ist auf dem Spot, kann gelegt werden. Und Crims und Pronax verbleibend. Und jetzt werden sie sicherlich gleich wieder den Boost auspacken. Hier diese Runde nicht. Wollten sie diese Runde nicht spielen. Und dann schnell beide übers Wasser retaken. So, und da ist Kurz sehr offen stehend. Device ausgeschaltet. Wichtig, dass der Spieler fällt. Xipnix und Kerrigan. Kerrigan dann Kurz, der fällt ebenfalls. Xipnix ist letzter Verbleibender. Ist jetzt an den Stäben bekannt. Jetzt kommt die Flash. Die sieht er. Aber starker Shot dort von Xipnix. Also vierte Runde für... fünfte Runde für TSM. 9-5. Und damit doch nochmal alles aufgemacht hier. Ich denke, einen 9-6. 6 Runden für TSM. Oder auch 10-5, damit kann man leben. Schnelle Flashes dort. Dupree mit dem First Track. JW nimmt aber oben in Richtung Spielplatz den nächsten raus. Cajun. Flasher jetzt aber wieder zur Stelle unten am Spot. Und Bombe rotiert nochmal ein wenig. Waren lang jetzt in Richtung Kurz gehend. Und wenn JW da fallen sollte. Ja, deswegen schiebt auch Olaf Meister sofort hoch. J
JW. Ja, jetzt mit der Goldposi dort unten. Kann den ersten ausschalten, wird dann von hinten überlaufen. Aber Olaf Meister noch im Spot. Kann jetzt Dupree ausschalten. Bombe ist noch nicht drauf. Und seine Mate schieben. Wollte da moven. Und jetzt die Weiß gegen Flasher. Die Weiß gegen Flasher. Bombe müsste noch gelegt werden. 17 Sekunden auf der Uhr. Das wird die Weiß vielleicht verhicken wollen. Aber Flasher! Bitte, was war denn das? 5 zu 10. Eieiei. Und damit doch noch stark gespielt dort von beiden Teams. Natürlich extremer starker Shot von Flasher. Aber ja, die 10. Runde damit eingetütet für Fnatic. Und wir warten auf den nächsten Go. Ein wenig Pause ist da immer zwischen. Das war natürlich extrem krass gerade geschossen von Flasher. So, nächste Runde steht an. Schneller B-Go da von Fnatic angepeilt. Ist man auch schon auf dem Spot drauf. Kerrigan mit der gleichen Pose wie eben Flasher. Olaf Meister schiebt da offensiv durch. Und da fliegen auch schon wieder die Schellen von Olaf Meister. JW jetzt gefallen durch Dupree. Olaf Meister unten schon durchgepusht. Crims mit dem Frag. Und jetzt ist es Device. Device auch schon ordentlich angeschossen. Device ebenfalls rausgenommen. KHMB, der versucht sich da noch eine Waffe zu sichern. Und er hat da jetzt eine gefunden, die noch ein bisschen Munition hat. Gegen Pronax auch den Frag gesetzt. Und ja, Crims steht da ganz eiskalt unten drin. Hat jetzt aber keine Steps. Und jetzt hört er sie endlich. KHMB wartet da auf seine Möglichkeit. Eiskalt runtergespielt hier für Crims. zu 5. Fnatic, also T-Pistol hier sich gesichert. Sehr, sehr breiter Aufbau. Dupree da schon relativ offensiv in Richtung Treppen unterwegs. Aber bisher noch nicht wirklich viel passiert. Cajun da mit dem Anschuss. TSM mit der Force-Buy. Und jetzt die Rotation von Fnatic in Richtung oberer Spot, A-Spot. Da steht man bei TSM mit 3 Spielern. Zipnix hinten in der Bank. Die weiß offensiv, hat jetzt den ersten Spieler gesehen. Und jetzt geht die Bombe. Hat noch nicht so den richtigen Weg gefunden. JW auch dort am Offensiv-Moven. Aber die Bombe ist immer noch oben unterwegs im Toilettengang. Erster Anschuss saß. Nice fliegen. Und jetzt der Versuch von Fnatic, da auf den Spot zu kommen. Und die Smoke tödlich dort für die Weiß. Er steht da halt eigentlich relativ gut. Aber kann da jetzt nicht viel ausschalten, weil einfach die Distanz zu gering ist. Flasher mit der P90. JW. Und jetzt sind es nur noch Dupree und Kerrigan verbleibend. Und Dupree, zweiter Kill von ihm. Zwei Spieler noch relativ low bei Fnatic. Den dritten bekommt er auch noch. Und jetzt die Galil in seinen Händen. Bombe liegt aber relativ offensiv geplantet. Und JW hält da nur auf Bank an. Und Crims muss eigentlich nur den rechten Teil anhalten. Ja, macht er auch. Aber Dupree mit der Einsicht, okay, ich behalte die Galil, das macht mehr Sinn. Und geht schon mal in Richtung Stäbe unten. Und auch die beiden Jungs von Fnatic, Crims und auch JW auf dem Rückmarsch. Und JW guckt sich da nochmal kurz ein bisschen die kleinen Kids an. Und 5 zu 12. Also Fnatic jetzt hier ordentlich vorgelegt. 12 zu 5 für Fnatic.
nicht so wirklich viel hier im Moment unterwegs und auch nicht so viel offensiv. Booster am Spot, jetzt spielt man eine Dreier-Deckung und natürlich die Eco Dupree mit der Galil. Versucht da offensiv was zu specken. Dupree mit dem Frag gegen Olofmeister. Also das schon mal Gute aus der Galil gezogen bei Dupree. Und jetzt rotiert er hoch und da steht Fnatic auch schon vor dem Spot. Die weiß. Ja, jetzt vielleicht mit dem Pech wieder. Jawohl, der move da rum. Das kann er natürlich so nicht machen, solange der Spot nicht gecheckt ist. Grimms jetzt mit der Möglichkeit, das Ganze nochmal ein bisschen zu rechnen. Ist eigentlich mehr oder weniger blind. Die Weiß jetzt auch noch ausgeschaltet. 3 gegen 3, 3 gegen 2. Schönes Spraydown dort von Grimms. Das sitzt. Er hält auch nur noch hinten an. Das ist wichtig. Und jetzt guckt er weg. Da kommt Kerrigan von hinten. Und beide Spieler ausgeschaltet. Richtig enge Runde hier für TSM. Da sind sie fast dran. Backstep-Move von Kerrigan geht fast auf und Fnatic mit dem Glück, dass sie das halt noch rumbiegen können. 13-5. Unglaublich. Also Fnatic hier sehr, sehr dominant aktuell. TSM aber auch mit keinem richtigen Mittel. Also werden jetzt hier sehr gut outplayed. Spielen auch die Doppeldeckung unten am B-Spot und die Dreierdeckung oben. Dupree diesmal offensiv im Garten, aber da wird er wahrscheinlich nicht so schnell Contact kriegen. Olofmeister unten. Zipnix kann da die Steps ansagen, die hört er auf jeden Fall. Und Crims jetzt mit dem Offensiv-Move unten am langen Rohr. Ja, langes Rohr hat er gesagt, verdammt. Schöner Shot dort von Flasher. Und jetzt ist es nur noch Zipnix unten am B-Spot verbleiben. Das würde halt die Möglichkeit geben, dort nochmal zu rotieren. Dupree, die Posi könnte jetzt sogar mittlerweile aufgeben, weil Pronax da jetzt offensiv rüber ruft. Aber Pronax mit dem Fokus da drauf. Die weiß, sofort mit der Flash gegen Lang. Zipnix schiebt jetzt unten noch weg. Bombe wurde mittlerweile gepickt. KGB von JW ausgeschaltet. Die Weiß steht da immer noch sehr auf Schlitz aimend. 14 AP jetzt auch ausgeschaltet. Jetzt ist nur noch Zipnix über. Und das sollte doch die 14. Runde für Fnatic sein. Und Zipnix da nicht mehr wirklich mehr mit Fokus noch. Der will nur noch die Waffe versuchen zu saven. So, 14-5. Nächste Runde damit an das Team Fnatic gegangen. Natürlich gerade gesehen, gar keine Frage. Und TSM jetzt unter Zugzwang. 5 Runden im Moment sehr schwach. Jetzt werden dann nochmal kurz Waffen gewechselt. Ja, gechanged wäre schon richtig gewesen. Und Fnatic versucht es nochmal mit dem schnellen offensiven Go in Richtung B-Vorraum. First Track ist jetzt bekannt. Er sollte da eigentlich keinen mehr machen können. HE sitzt nicht gegen Dupree. Und dem wird man da wahrscheinlich aber auch nicht mehr wegkommen lassen wollen. Dupree schiebt jetzt weg und Olofmeister mit dem richtigen Timing. Damit wieder 4 gegen 4. Crims aber nur noch mit Low HP. Hat 9 HP auf seiner Seite. Und die Bombe steht noch unten vor der B-Lobby. Kerrigan und Zipnix da relativ offensiv diese Runde. Olofmeister mit einem weiteren wichtigen Frag. Und Flasher, was war denn das schon wieder für ein Ding? Er drückt ja Gesichter, das ist ja abnormal. Und Zipnix mit dem nächsten Frag. Oder mit dem ersten Frag diese Runde für ihn.
Jetzt 3 gegen 2. Bombe rotiert langsam in Richtung oben. Cajun deswegen auch mit dem Move in Richtung A-Spot. Da kommt jetzt die Smoke. Oh, schöner Headshot dort gegen Pronax. Und jetzt die Bombe sofort wieder auf der Rückwärtsbewegung. Und Olaf Meister da mit dem, ja, eventuell richtigen Händchen. Aber die Bombe muss natürlich noch auf den Spot kommen. Flasche hat diese in seinen Händen. Genügend Zeit ist auf jeden Fall zum Legen noch da. Sipnix bankt da auch einmal. Smoke unten. Ja, die ist nicht gut. Aber Olaf Meister ist zur Stelle. Und Flasche mit dem nächsten Brett. 15-5 für Fnatic und damit, ja, 10 Matchpoints und Mappoints. Das könnte hier sehr, sehr deutlich jetzt werden. Jetzt da unten, jetzt gleich legt sich mit Olaf Meister an und Garten will man da durchfahren, aber Cajun, wichtig, dass er da den ersten Fact ziehen kann. Dupree jetzt unten in Richtung Tür raus, versucht jetzt über B nachzulaufen und die Jungs von TSM müssen komplett schieben. Jetzt versucht man da den Spot zu retaken, da sind die Jungs von Fnatic eigentlich mehr oder weniger aber schon drauf. Die Bombe kann jetzt gelegt werden. Device von hinten, Device und Sipnix, die stemmen sich dagegen an. Jetzt ist es nur noch Olaf Meister. Und wenn es einer regeln kann, dann er. Bombe undiffused, aber Device mit der AWP zur Stelle. Damit die 6. Runde für TSM und dann ist das Ding doch noch nicht durch hier. Also vielleicht TSM nochmal mit der Möglichkeit, ein paar Runden einzustreichen. Also, nächster Matchpoint. Genügend Geld ist noch vorhanden. Olaf Meister hier sehr, sehr stark on fire. Und er schiebt da auch jetzt diesmal schnell in Richtung Tür, macht sofort die Tür auf und versucht jetzt dort die Kontrolle anzuschweben. Da kommt er aber gegen 2. Erster Bang durch die Smoke sitzt. Dupree kriegt jetzt auch noch die HE. Nein, bekommt er nicht. 66 AP dort noch bei ihm verbleibt. Olaf Meister versucht sein Glück nochmal. Macht die Tür jetzt zu. Und versucht ihn dazu auszuspielen. Bin ich gespannt, ob das jetzt aufgeht hier, der Plan. Dupree immer noch mit Fokus dort auf die Kante. Ja, und das gelingt leider nicht. Damit ist die Tür natürlich nicht eingenommen. Crims muss jetzt ein bisschen Fokus darauf legen. Kann da nicht so viel... Ja, nicht so viel ausrichten, weil er halt auf die Smokes dort warten muss. Oder auf den Contact warten muss. Flasher steht da ebenfalls, JW mit dem Frag. Und Pronax räumt da mal kurz oben den A-Spot auf. Device, kein Fokus auf ihn. Letzter Spieler verbleiben, davon ist nur noch Kerrigan. Und das sah gut aus für TSM, aber das könnte hier das GG bedeuten. Es sei denn, Kerrigan dreht hier nochmal kurz frei. Bombe ist unten auf dem B-Spot drauf, wird da auch gelegt. Und Kerrigan, letzter Verbleibender, da ist das GG. Fnatic also hier solide runtergespielt das Ganze, ohne sich groß Gedanken machen zu müssen. Also.